Willkommen zurück zu Pokémon Kristall Edition. Wir stehen hier direkt vor dem bösen, bösen Hartwig. Du hast es also bisher geschafft. Lass dir gesagt sein, dass ich ein harter Brocken bin. Meine Pokémon werden dich in Grund und Boden rammen. Pass auf. Ihre Reaktion. Was hast du für ein Problem? Was ist mit dir? Hä? Ja, wie? Hast du dich jetzt nicht erschrocken? Oh! Du sagst, das hat nichts mit Pokémon zu tun? Naja, das ist wahr! Bisher habe ich nur gegen Lysander verloren. Also komm her und lass uns kämpfen. Ja, also ich habe mir diesmal eine Original-Jessie-Stimme angeschafft. Man kann es zwar nicht so oft verwenden, aber ich glaube, für diesen Part werde ich es ganz gut gebrauchen können. Denn wir kämpfen hier gegen Hartwig, der auch Chuck heißt im Englischen. Sag mal. Chuck Norris. Hi. Richtig, ja. Also, ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, Ibitak hier nach vorne zu stellen. Autsch. Autsch. Und er auf Sichlo zu verzichten, einfach weil er die EP deutlich mehr braucht. Jedoch, das Rasslauf war kein Problem für ihn, daher absolut chillig, Level 27. Und dann geht es jetzt direkt weiter mit Quappo. Hi. Er sieht wie immer sehr aggro aus. Findest du nicht, dass Quappo ein richtiges Aggro-Kitty ist? So sieht er wirklich aus. Das ist nicht zu leugnen. Und ist also irgendwie wie ein Mix aus einem absoluten Aggro-Kitty und dem größten Stecher im ganzen Land. What the fuck? Wir gucken ihn dir doch mal an. Also, ja, schau mal meine Muskeln an. Yeah. Ja, ich sollte jetzt wechseln. Und hole mal Sichlor hierfür. Krass, okay, gut. Wurzschlag ging daneben. Das ist gut. Er hat eine 50% Treffchance. Und dann können wir diesen Kampf auch beenden. Relativ einfach, dieser Kampf, wie ihr merkt. Und damit ist er besiegt. Oh, was? Ja, weh, ich hab verloren. Wie wär's damit? Du bist des Faustordens würdig. Ich hau ihm gleich in die Fresse. Ja, trotzdem erhältst du den Faustorden als Geschenk. Zu den Faustorden gehören dir alle Pokémon bis Level 70, ja? Darf ich mit dem Faustorden, habe ich ihm jetzt das Recht, ihn zu schlagen oder so? Ist ja voll cool. Ich glaube, er würde sogar drauf stehen. Ja, dazu. Ja, okay, dann doch nicht. Außerdem können deine Pokémon Fliegen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Hier nimmt er auch dies. Ja, wir halten TM01 Wuchtschlag, müsste das sein. Ja. Yep. Wuchtschlag. Er trifft zwar nicht immer, aber wenn er es tut, verwirrt er den Gegner. Ja, das ist die Sache, mit der man rechnen muss. Es hat Spaß gemacht, gegen dich zu kämpfen. Aber eine Niederlage bleibt eine Niederlage. Von jetzt an werde ich 24 Stunden am Tag trainieren. Und selbst dann wirst du schlechter sein als ich. Ja. Episch weggedisst. Und dann reden wir jetzt mal mit der Frau. Ja? Ich sehe gerade nichts. Achso. Du hast das Meer überquert, um hierher zu kommen. Das war sicher nicht einfach. Es wäre viel einfacher, wenn deine Pokémon Fliegen einsetzen könnten. Das ist der Orden der Pokémon-Arena von Anemonia City. Dann soll dir diese vor ihm gehören. Fliegen! Bring deinen Pokémon Fliegen bei. Du kannst dann sofort in jede Stadt fliegen, die du bereits besucht hast. Mein Mann hat gegen dich verloren, also muss er härter trainieren, dieser Schlappschwanz. Das ist auch gut so. Er hat in letzter Zeit etwas Speck angesetzt. So viel Megas und so. Es gibt Megas in Anemonia? Naja. Da gibt es gar nichts. Nur diese kleine Apotheke. Ansonsten gibt es da nichts. Hallo, die Apotheke, die ist irgendwie weltberühmt oder so. Die kann zwar noch nicht mal bis nach Oliviana City liefern, aber ansonsten... Sie haben ein paar Transportschwierigkeiten, glaube ich. Ja, das deswegen, ist... also sie können sich kein Schiff leisten oder keinen Taubsi, was das ganze Zeug rüberfliegen kann. Weil ich meine,
Ich glaube, sie haben einen Glurak, aber das kann ja nicht fliegen, verstehst du? Deswegen das wird so sein, sie haben nur einen Glurak und kein Taufsee. Achso. Deswegen sind die Transportmöglichkeiten etwas eingeschränkt. Ja, das ist natürlich dann wirklich bitter. Auf jeden Fall, wir können jetzt mal fliegen. Ich habe das jetzt tatsächlich auch, ja, ganz viele Blätter werden aufgehoben, wo eigentlich ja keine Blätter sind. Ich habe das jetzt doch mal Ibitak vorübergehend beigebracht, bis ich es mit Borschnabel vergessen lassen kann. Ja, man kann ja Attacken vergessen lassen, das kommt dann später. Aber solange gilt es da, als Sparings-Attacke. Und dann gehen wir jetzt auf nach oben in Richtung Jasmin zum Leuchtturm. Ja, ich muss dir jetzt einfach mal vertrauen, weil die Übertragung ist gerade ein bisschen schwierig, weil ich nur irgendwie, ja. Ich sehe, dass du jetzt im Leuchtturm bist. Als schön Screenshot. Ich bin tatsächlich im Leuchtturm, das ist nicht falsch. Und begebe, also, wo du bist, und begebe mich nach oben zu Jasmin. Ja, die Sache ist halt die, ich muss ihr jetzt diese Ultramedizin geben, dass ihr... Krankes Armvieh. Ja. Das ist jetzt die getarnte Arena, sage ich mal, die trotzdem so viel cooler war wie die in Anemonia City. Und zwar so richtig viel cooler. Viel mehr Trainer. Alles perfekt. So, bist du in der Lage zu sprechen? Nein, es tut mir leid. Gut, dass sie uns nun gegen Hartwig beigestanden ist. Und ja, wenn ich schon gegen Jack Norris kämpfe, oder beziehungsweise Jack, brauche ich aber mit einer Unterstützung, reden wir jetzt mit Jasmin. Wird diese Arznei Amphi helfen? Ja, das will ich hoffen. Jesse übergibt Jasmin den Geheimdrang. Sehr bitte nicht beleidigt. Amphi nimmt die Arznei nur von mir. Okay. Amphi, wie geht es dir? Epic! Amphi, Palu, Palu, Lululu! Oh, ich bin erleichtert. Das ist einfach wundervoll. Ich danke dir vielmals. Ich gehe in die Pokémon-Arena zurück. Tschüss, Amphi. Ja. Cool. Gut. Also damit hätten wir diesen Nebenquest jetzt ein für alle Mal abgeschlossen. Und können das jetzt verlassen. Ich muss allerdings wirklich sagen... Das hier ist ja mehr oder weniger der Arena-Ersatz und das war das so eine ziemlich coole Arena. Der Leuchtturm ist ein epischer Ort. Natürlich ist die Arena wirklich sehr leer. Aber wenn man den Leuchtturm nicht als eigenständige Dungeon zählt, sondern als Arena oder als Arena-Zusatz, dann macht die Arena von Jasmin doch einiges her, muss ich sagen. So, gut. Ich werde jetzt tatsächlich Tornupto natürlich nach vorne tun. Denn es geht hier gegen Stahl-Pokémon. Und da ist es natürlich gut, stopp mal. Ich werde jetzt erstmal tatsächlich Ibitak nach vorne tun. Und dann schauen wir, ob wir ihn benötigen. Denn, ja, wer, warum, welche Stahl-Pokémon da überhaupt kommen, das werdet ihr gleich sehen. Auch wahrscheinlich einer der wenigen Mal, dass wir zwei Arena-Kämpfe in einem Part haben. Ich glaube, das wird es danach nie wieder geben. Bei irgendeinem Pokémon. Jasmin setzt die neu entdeckten Typ Stahl ein. Aha. Ich weiß nicht viel darüber. Junge. Einmal. Einmal brauche ich deine Hilfe. Sonst ist es mit deinen Tipps null. Aber einmal brauche ich deine Hilfe, weil ich keine Ahnung über diese neuen Typen hab. Und du sagst mir, du hast keine Ahnung. Junge, du machst dir schon jetzt einen Job der Welt, mal im Ernst. Ich weiß übrigens nicht, warum sie sich hier so wie in einer Gesteinsarena eingerichtet hat. Sieht ein bisschen nach Rocco aus, aber gut. Danke für deine Hilfe beim Leuchtturm. Erlaube mir, mich vorstellen zu dürfen. Ich bin Jasmin, eine Arenaleiterin. Ich setze Stahl-Pokémon ein. Hast du von diesem Typ schon gehört? Bis vor kurzem nicht. Und er wollte mir auch nicht wirklich was sagen. Ach so. Er wurde erst vor kurzer Zeit entdeckt von Professor Lind. Darf ich beginnen? Ja, wenn du willst. So, wir kämpfen jetzt gegen Jasmin, ihre Stahl-Pokémon. Es gab nur... drei Stahllinien zu dieser Zeit, nämlich die Magneton-Reihe aus Generation 1, die Vostelka-Reihe, die dazu kam, die Xerox-Reihe und die Stardust-Reihe, sondern es gibt vier Reihen, nicht drei, wie ich gesagt habe. Und warum ich jetzt Ibitak nach vorne habe, eigentlich ist er ja nachteilhaft, aber Magnetilo hat eine Vierfachschwäche gegen
Boden. Daher habe ich ihn drin. Es ist natürlich... Ihr seht, diese Dinger können Donnerblitz. Das macht es natürlich sehr, sehr riskant. Das gebe ich zu. Aber ich werde Ibitax so lange drin haben, wie es braucht, um immer ein paar EP abzubekommen. Meine Tilo ist jetzt erledigt. Und zu meinem Glück hat sie kein Magneton. Ich finde es zwar lame, dass sie kein Magneton hat, weil das hier alles nochmal sehr, sehr viel auf... Oder die Schwierigkeit hier nochmal um einiges aufwertet hätte. So, jetzt bin ich gespannt, ob Jillian das übersteht. Nein! Ein Volltreffer, voll aufs Federvieh. Aber gut, es war eh nur als Übergangslösung gedacht, dafür, dass er ein paar EP bekommt. Das, was wirklich wichtig ist, wird jetzt selbstverständlich Tornupto übernehmen. Hier, bam, weg mit dir, Magnetilo. Und dann natürlich noch der Primus Stalos, ihr Signature-Pokémon. Rocco, seins ist ja Onix und das ändert sich auch nicht, obwohl sich Onix in dieser Generation dann letztendlich zu Stalos entwickelt, bleibt das Haupt-Pokémon von Rocco Onix und ihres Stalos. Gut, haben natürlich auch leichte Unterschiede, vor allem vom Typ her Onix-Gestein, Boden-Stalos-Gestein, Quatsch, Boden-Stahl und Boden-Stahl ist eine gute Typ-Kombination, muss man wirklich sagen. Wow, der hat ziemlich gut durchgehalten, wie ihr es seht. Ah, vielleicht hätte ich doch Feuersturm einsetzen sollen, um mit dem Hypertrank zu rechnen. Weiß nicht, ob sie noch einen einsetzt, aber wenn ich überlebe, werde ich jetzt sechsmal auf jeden Fall den Feuersturm einsetzen, um mit dem Hypertrank zu rechnen. Kann aber sein, dass ich Glück habe. Nee. Okay. Nee, es kommt keiner mehr, aber gut. Hätte ich in erster Linie den Feuersturm eingesetzt, hätte es auch gereicht. Stalos ist eben nicht gerade für eine gute Spezialverteidigung bekannt. Die Physioverteidigung gegen Stalos ist absolut massiv. Aber gut, wir haben es geschafft. Du bist ein bisschen besserer Trainer als ich. Das betrifft sowohl Geschick als auch Feingefühl. In Übereinstimmung mit den Regeln der Liga überreiche ich dir diesen Orden. 3500. Jesse hält den Stahlorden. Coole Sache. Der Stahlorden erhöht die Verteidigung deiner Pokémon. Ja, bitte, dann mach das. TM 23. Mit dieser TM kannst du deinen Pokémon Eisenschweif lehren. What the fuck? Ja, da wird das Shenzi von Pokémon richtig stark und hämmert sich auf was und hämmert sich auf den Gegner ein. Der wird richtig fest. Dann. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber viel Glück. Ach ja, ist die nicht süß schüchtern. Das war großartig. Der Typ Stahl, was? Das war eine unheimliche Begegnung der unbekannten Art. Ein kleiner Tipp. Stahl ist schwach gegen Kampf, Feuer und Boden. Wollte ich dir nur mal als Tipp mit auf den Weg geben, so. Jetzt würde ich ja einfach nach Teak City fliegen. Dort müssen wir jetzt nämlich hin, um in der Story weiterzumachen. Jedoch ist euch wahrscheinlich bekannt, dass ich nach den drei oder nach den beiden legendären Katzen Entei und Raikou immer noch suche. Ich werde sie zwar nicht als Team-Pokémon in diesem Let's Play benutzen, jedoch habe ich sie natürlich trotzdem gerne schnell eingefangen, weswegen ich natürlich erneut meinen kleinen Trick bei den Routen machen werde, um sicherzugehen, dass ich sie nicht verpasse. Ich habe nicht so festgestellt, dass dieses Gras, was das angeht, sehr, sehr eigenwillig ist. Hallo? Hallo? Okay. Also, es hat schon wirklich lange gedauert, aber das ist dann doch nochmal ein neuer Rekord. Gut, immerhin sehen wir mal einen Mauzi, was jetzt das Nobilicat entwickelt, das Gute. Und genau, fliegen können wir derweil ausprobieren. In Generation 1 war es ja nicht wirklich, vor M-Attacken vergessen zu lassen. Hier hat sich das auch nicht geändert. Man kann nicht einfach so eine Feuerattacke vergessen lassen, aber es gibt jetzt einen Attackenverlerner, bei dem man das speziell machen kann. Deswegen habe ich ihm mal Fliegen gegeben. Es wird auf jeden Fall durch Bohrschnabel früher oder später noch ersetzt werden, aber ich denke mir, auch für den Moment kann man es erst einmal so stehen lassen, würde ich mal sagen. Und gut, dann schauen wir jetzt hier noch schnell und dann kann es auch schon auf der nächsten Route weitergehen mit dem nächsten Pokémon.
Wo wir gerade von Pokémon reden. Pokémon, das ich noch nicht bewertet habe, ist Paras. Paras ist ja das Pilz-Pokémon. Das einzige Pilz-Pokémon, bevor Karpels dazu kam. Was sich auf Level 24 zu Parasect entwickelt. Bis zu Parasect. Das Pokémon ist nicht so schlecht, das nicht. Aber sein großes Problem ist eben seine Schwächen. Es hat gleich zwei Vierfachschwächen gegen Feuer und Flug. Eine Vierfachschwäche kann man vielleicht noch irgendwie ausgleichen, aber bei zwei wird es dann wirklich zu heftig. Deswegen, da ist definitiv viel Nachholbedarf. Ansonsten, durch Kraftreserve hat man aber die Möglichkeit, Parasect immerhin zur guten Slab-Attacken zu gehen, nämlich Gigasauger, um sie natürlich auch KP wiederzuholen, und Kraftreserve Käfer. Da hat man eben, wie gesagt, zwei schöne Slab-Attacken. Dann Pilzspore. Und Pilzspore ist ja eine Attacke, die nur Paras in dieser, beziehungsweise Parasect in dieser Generation zugute war. Kein anderes konnte das. Zumindest bis Karpels kam. Knitz und Karpels können ja Pilzspore. Aber es ist natürlich schwierig, so lange mit Knilz durchzuhalten. Ich glaube, man muss bis Level 40 in Rubin-Service-Bereich trainieren, bevor es Pilzspore kann. Und in der Generation danach konnte man Knilz nie mehr fangen. Zumindest im normalen Spiel. Aber ja, Pilzspore, eine Einschlafattacke, die 100% Trefferchance hat, sehr genial. Und dann natürlich Wachstum. Wachstum erhöht hier allerdings nicht mehr wie in Generation 1 Spezialangriff und Spezialverteidigung, sondern nur noch die... den Spezialangriff, dennoch für Parasect ganz gut. So kann es dann sich aufstärken. Der Gegner erstmal einschläfern mit Pilzspore. Dann mit Kraftreserve Käfer und mit Gigasauger angreifen, um sich KP wieder zu erholen und dem Wachstum den Spezialangriff zu steigern. War natürlich im Underused hier trotzdem, aber ich glaube, so kann man ihn ganz gut benutzen. Der Kesselberg ist wie ein Irrgarten, also verlaufe dich nicht. Gut. Was uns hier hinter diesen Mauern erwartet, sind wir den nächsten Part, meine Freunde. Ich danke euch für Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und jetzt noch ein kleiner Schnitt, was Jesse denn bei Jasmin so synchronisieren würde. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon Gold, Silber, Kristall. So. Wird diese Arznei-Amphi helfen? Ja, Moment, ich weiß ja nicht so ganz, also... Ich würde erstmal die Packungsbeilage lesen und... Oh, da ist schon übles Zeug drin. Also ich würde es nicht schlucken, aber da sie nichts anderes hatten, muss ich wohl sagen, ja. Jesse begibt Jasmin den Geheimtrank. Das klingt jetzt schon irgendwie sehr merkwürdig, aber sei bitte nicht beleidigt, meine Liebe. Aber Amphi nimmt die Arznei nur von mir. Ja, dann bin ich wenigstens fein raus, wenn es jetzt irgendwie stirbt. Armes Amphi. Das habe ich gehört. Amphi, wie geht es dir? Epic! Oh! Jetzt bin ich erleichtert. Und du hast Glück gehabt. Ich hätte dich sonst verklagt. Das ist einfach wundervoll. Du hast es ihr gegeben, nicht ich. Du hättest dich auch selbst einbewegen können. Ja, ich muss dich ja nicht verklagen. Aber ich danke dir vielmals. Ich kehre zurück in die Pokémon-Arena zurück. Yes. Yay. Gut, dann kannst du ja... Okay, ihr Bett hat sie liegen lassen und ihr Essen auch. Das ist das Zimmer von Amphi und nicht von ihr. Amphi schläft in einem Bett und isst mit einem Teller? Das ist ein Luxus-Pokémon. Keine Ahnung. Na, denn Ampharos müsste man sein. Ja, ich weiß, du schläfst in keinem Bett und hast keinen Teller, mit dem du essen kannst. Ja, jedenfalls nicht als Pokémon, nee. So Leute, noch eine kleine Info zu Jasmin Stalos, die finde ich schon sehr, sehr interessant ist, wenn man sich das mal genauer überlegt. Hatte ich jetzt natürlich im Part keine Zeit, das anzusprechen, da wollte ich hier mal loswerden. Jasmin Stalos ist in beiden Fällen auf Level 35, jedoch in Pokémon Gold, Silber und Kristall männlich. In Heut Gold, Soul Silver jedoch weiblich. Dass zwischen Gold, Silber und Kristall und Heut Gold, Soul Silver das Geschlecht von Pokémon gewechselt hat, ist selten. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass in den
neueren Generationen, vor allem ab Generation 4, die weiblichen Trainer oft weibliche Pokémon haben und die männlichen Pokémon oft männliche Trainer. Zudem lag es wahrscheinlich an einem DV-System, das ich später erläutern möchte, was eben Stalos automatisch zu einem Männchen gemacht hat, wohingegen das später kein Problem mehr war und es ein Weibchen war, oder es ein Weibchen werden konnte. Denn wenn es einen DV-Angriffswert über 7 hat, wäre es automatisch ein Männchen. Dazu werde ich dann später noch kommen. Interessant an der ganzen Sache ist jedoch, dass das Stalos in Diamond, Pearl und Platin, wenn man dort mit Jasmin gegen Jasmin in einem Wettbewerb antritt, das ist ja möglich, dass der Stalos da wiederum männlich ist. Und das Verwirrende an der Sache ist, dass Diamond, Pearl und Platin ja fast zur gleichen Zeit wie Heart Gold Soul Silver spielen. Diamond, Pearl und Platin spielt knapp vor Heart Gold und Soul Silver, aber relativ zur gleichen Zeit. Weswegen da dann eine Angleichung schon, ich sage mal, sinnvoller gemacht werden würde, denn ich sag mal so, Heart Gold und Silver, das, was in Gold, Silber und Kristall war, mehr oder weniger überschrieben. Viele Dialoge wurden ja dann neu gesetzt, damit das alles in die Timeline zusammenpasst. Also, das wurde storytechnisch überschrieben. Hier in diesem Fall ist es jedoch nicht ganz einleuchtend. Und ja, muss man sich auch überlegen, dass Charles in Stadium 2 ist übrigens dann auch männlich, aber das hat er auch an Gold, Silber angeschlossen. Daher ist es auch verständlich. Und wie ihr wisst, kann man in Heart Gold und Soul Silver auch ein Stalos getauscht bekommen. Da bekommt man dann eben das weibliche Stalos. Also wie jetzt das genau ausschaut, ist nicht ganz sicher. Man müsste dann noch ins PWT schauen. Ich muss aber ehrlich sagen, ob das Stalos im PWT jetzt männlich oder weiblich ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr denn diesen doch merkwürdigen Zufall findet. Weil, ja, wie gesagt, man bekommt ein weibliches dann auch getauscht, aber naja, wirklich wissen tut man es nicht. Und im PWT kann man es eben auch nicht sagen, weil da die Geschlechter oft wechseln. Wobei da, soweit ich weiß, ja, wobei war es männlich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da wechseln die Geschlechter relativ häufig. Das ist auf jeden Fall das geheimnisvolle, geschlechtsverwandelnde Stalos.